Mexiko. Bindeglied zwischen den USA und Lateinamerika. Schauplatz von Gewalt, aber auch ein Hort erstaunlicher Vielfalt. Migrationsort vor den Toren des amerikanischen Traums. Wiege historischer Aufstände. Epizentrum des Drogenhandels. Aber auch ein Hort vielfältiger Ausdrucksformen. Mit über 120 Millionen Einwohnern ist dieses Land, das in Gewalt und Korruption versinkt, zu einer offenen Wunde geworden. Doch hinter diesen Bildern steckt auch ein großes Maß an Kreativität und Widerstand. Wichtige Zeugen und Akteure sind dabei die Fotografen. Mit ihrer Kamera nehmen sie uns mit auf eine Reise quer durch Mexiko. Ihr Blick und ihre Erzählungen bringen uns die vielen Facetten dieses Universums näher. Ein Land voller Leid, Widerstand, Lebensgenuss und oft Gleichgültigkeit. Die Nordgrenze Mexikos erstreckt sich über 3200 Kilometer von der Pazifik bis zur Atlantikküste. Sie wurde 1848 im Vertrag von Guadalupe Hidalgo, der den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg beendete, willkürlich festgelegt. Darin trat Mexiko Kalifornien, Nevada, Utah sowie Teile von Colorado und Texas an die USA ab. Ich fotografiere die Grenze oft und überall, vor allem in Tijuana. Diese Landschaft ist beeindruckend. Man sieht die Hügel, die Natur und all das wird durch eine Grenze unterbrochen. Das hat etwas von einer Narbe. Für mich ist diese Grenze ein Messer, das die Landschaft völlig willkürlich zerschneidet. Man sieht, dass es keine gerade Linie ist. Mal verläuft sie nach unten, dann geht sie plötzlich wieder hoch. Von Tijuana aus läuft der Fotograf Francisco Matarosas seit 2 Jahrzehnten diese Grenze ab. Mit der Zeit widmete sich der Fotojournalist zunehmend langfristigen Dokumentationsprojekten. Die Reise entlang der 3200 Kilometer langen Grenzlinie hat mich vieles gelehrt. Vor allem musste ich die im Landesinneren verbreitete Annahme revidieren, der Norden sei überall gleich. In seinem Projekt versucht er, die Grenze anhand von Landschaften, Objekten und Menschen zu erfassen. Seine Bilder erzählen ihre Geschichten häufig auf metaphorische Weise. Die Mauer beginnt am Strand und endet hier. Deswegen gefällt mir dieser Ort. Das Witzige daran, hier bin ich ein Illegaler in den USA und hier bin ich wieder in Mexiko. Da kommt die Grenzpolizei. Der Bau der Mauer begann 1994 mit der Operation Gatekeeper unter US-Präsident Bill Clinton. Während der Bush- und Obama-Administration wurde ihre Länge auf 2500 Kilometer verdoppelt. 2018, nur wenige Meter von der ehemaligen Mauer in Tijuana entfernt, stellt die Trump-Regierung den Prototypen der neuen Mauer aus. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns in Mexiko-Stadt mehr Sorgen machen über Trumps Äußerungen als die Leute hier an der Grenze. Wenn man mit ihnen spricht, merkt man, dass sie zwar von der Existenz dieser Mauer wissen, aber es beunruhigt sie nicht sonderlich. Es
Wenn du mit den Leuten aus Mexicali oder Nuevo Laredo sprichst, erzählt dir jeder Geschichten aus seiner Kindheit, wie sie die Grenze überquerten, um Milch zu kaufen, und wie auch die Leute von der anderen Seite herüberkamen, um Tortillas zu kaufen. Einige Theoretiker sprachen von einer dritten Nation im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko. Sie steht für Durchmischung und Zusammenleben. Insbesondere die Stadt Tijuana hat mich immer sehr fasziniert wegen all dem, wofür sie steht. Sie ist ein Ziel für viele Migranten, aber auch ein Durchgangsort. Sie nimmt die Menschen auf, die beschließen, dort zu bleiben. Inzwischen gibt es etwa 2 oder 3 Generationen, die hier geboren sind, obwohl ihre Eltern nicht von hier stammen. Sie sind hier aufgewachsen, studieren und fühlen sich mit der Stadt verbunden. Sie betrachten sich als Tijuana und lieben ihre Stadt. Entlang der gesamten Grenze habe ich viele Mexikaner interviewt, die vor kurzem aus den USA ausgewiesen wurden. In der Kanalisation von Tijuana habe ich an manchen Tagen 4 Stunden mit den Menschen gesprochen, ohne ein einziges Foto zu machen. Einem Teil der Gesellschaft wäre es lieber, es gäbe keine Deportierten, da sie häufig zu Obdachlosen und Drogenabhängigen werden. Es ist der Beweis, dass die Dinge schieflaufen. Bildung, Politik, Wirtschaft. San Isidro in Tijuana ist die am meisten frequentierte Grenze der Welt. Jeden Tag passieren sie 70.000 Autos und 20.000 Fußgänger. Es gibt ein Foto, das mir sehr gefällt. Es wurde am Grenzübergang San Isidro aufgenommen. Es zeigt eine Linie am Boden, die die geografische Grenze zwischen den beiden Ländern darstellt. Oben steht Vereinigte Staaten, unten Mexiko. Guten Tag, wie geht's? Was machen Sie? Ich arbeite. Ich möchte gerne ein Foto machen. Erlauben Sie? Von Süden nach Norden überqueren Migranten, Drogen, aber auch legale, qualifizierte Arbeiter die Grenze, die in unserem Land studiert haben und nun auf der anderen Seite von ihrem Talent profitieren. Umgekehrt kommen Geld, Gewalt und Waffen ins Land. Diese kleine Linie symbolisiert die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Für mich ist es eine Art semantisches Feld, das beide Nationen umfasst. Hier spürt man viel Solidarität. Wir waren bei einer karitativen Organisation im Norden der Stadt. Die Arbeit, die sie dort leisten, ist erstaunlich. Dort servieren ehrenamtliche Helfer über 1000 Frühstücke. Sie opfern ihre Freizeit, um anderen zu helfen. Es gibt dramatische Fälle. Manche Leute haben 30, 40 Jahre in den USA gelebt, ohne je wieder nach Mexiko zurückgekehrt zu sein. Sie sind praktisch keine Mexikaner mehr. Viele Leute, mit denen ich spreche und die jetzt zum Beispiel heroinsüchtig sind, erzählen, dass sie ausgewiesen wurden, aber nicht in ihr Dorf zurückkehren können, weil ihre Familien damals alles verkauft hatten, um ihre Reise zu finanzieren. Und nun schämen sie sich, heimzukehren. Wegen dieser Frustration meiden
meiden sie ihre Familien lieber. Und so landen sie plötzlich hier, ohne Papiere, ohne Geld und vor allem mit dem Gefühl, gescheitert zu sein. Das ist in meinen Augen ein weiterer Beleg für das Versagen unseres Wirtschaftsmodells. Die Politik und die Geopolitik haben versagt. Die Träume, die mit den Wellen von Süden nach Norden angeschwemmt werden, schlagen häufig gegen diese Mauer. Irgendwo steht ein interessanter Satz darauf geschrieben: Hier prallen die Träume zurück. Denn genau das passiert hier. Es wäre interessant zu überlegen, was auf der anderen Seite stehen würde. Der Satz könnte lauten: Hier kommen die Albträume durch. Östlich von Tijuana, in der Chihuahua-Wüste, liegt eine weitere Grenzstadt, Ciudad Juárez. Seit der Prohibition in den USA schossen dort jede Menge Bars und Table-Dance-Clubs aus dem Boden. Prostitution, Drogenhandel und Korruption haben der Stadt ein neues Angesicht verliehen. Mayra Martel ist in Ciudad Juárez geboren. Nach ihrem Fotografiestudium in Mexiko-Stadt kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. Die Stadt hat sich verändert. Viele Bewohner fliehen vor der Gewalt zwischen den Drogenkartellen und der Armee. Und die Behörden versuchen, die Stadt zu reinigen, indem sie Gebäude in den Problemvierteln abreißen lassen. Mayra Martel dokumentiert diese Veränderungen. Ihre Fotoreportage führt sie direkt zu dem Thema, das der Stadt keine Ruhe lässt: dem Verschwinden der Frauen. Die Avenida Juárez ist die Hauptstraße der Stadt. Früher war es ein touristischer Ort. Alle Bars befanden sich in diesem Viertel. Diese Straße war immer voll von amerikanischen Touristen. Viele Mädchen, die 2009 und 2010 verschwanden, sind in diesen Straßen entführt worden. Die meisten waren zwischen 15 und 22 Jahre alt. Sie suchten Arbeit in diesen Geschäften, die sogar Minderjährige einstellten. Die Mädchen kamen mit ihren Lebensläufen zu Bewerbungsgesprächen. Hier wurden sie dann von Mitgliedern der Bande entführt, die das gesamte Viertel beherrschte. Das ist Erikas Kleidung, mein erster Fall. Das ist Esmeralda. Das ist Yesenias 15. Geburtstag. Sie verschwand ein Jahr danach. Oh.
Mayra Martel recherchiert in Polizeiarchiven und trifft mutmaßliche Mörder. Doch sie will vor allem das Leben dieser Frauen ergründen und ihnen eine Identität über die Statistik hinausgeben. Welche Leben verbergen sich hinter den Gesichtern? Ich mache also den ersten Anruf. Erika Carrillos Mutter geht ran. Sie klingt sehr freundlich. Ja, natürlich, kommt zu mir nach Hause. So lerne ich Erika anhand ihrer persönlichen Gegenstände allmählich kennen. Letztlich handelt es sich um Porträts von Vermissten. Aber wie porträtiert man so jemanden? Die Mehrheit der verschwundenen Frauen arbeitete in amerikanischen Montagebetrieben, die sich auf der Suche nach billigen Arbeitskräften im Grenzgebiet angesiedelt haben. Sie lebten in den Siedlungen am Stadtrand, die zeitgleich mit den Fabriken wie Pilze aus dem Boden schossen. Im Februar 2012 entdeckte ein Bauer 26 Leichen im ausgetrockneten Flussbett des Rio Navajo in der Chihuahua-Wüste. 12 dieser jungen Mädchen hatte Mayra Martel porträtiert. Ermittlungen ergaben, dass sie im Hotel Verde festgehalten wurden, mitten im Stadtzentrum. Das Hotel Verde war der Treffpunkt des Kartells Los Aztecas. Diese Typen entführten Mädchen, sperrten sie im Hotel ein und zwangen sie zur Prostitution in Privathäusern und im Hotel selbst. Sie schickten sie auch in städtische und staatliche Gefängnisse, um sich zu prostituieren. Monika war die erste, die identifiziert wurde. Ihre Überreste wurden im Flussbett des Navajo gefunden. Später fand man heraus, dass sie etwa 4 Monate in diesem Hotel gefangen gehalten worden war. Die Polizei hat das Hotel für die Dauer der Ermittlungen und des Prozesses verriegelt. Doch Mayra Martel verschafft sich Zutritt. Das Gebäude besitzt 3 Stockwerke, überall standen Türen offen. Blutbefleckte Kissen lagen herum. Dieser Ort war furchteinflößend. Es war 6 Uhr morgens. Wenn die Polizei mich erwischt hätte, hätte sie mich ins Gefängnis gesteckt. Ich habe gefilmt, ein paar Fotos gemacht, aber dabei gezittert. 2015 beginnt der Hotel Verde-Prozess. Seit Jahren einer der wenigen. Endlich erfahren die Familien, was ihren Töchtern zugestoßen war. Als sie nicht mehr arbeiten wollten, brachten sie sie zum Fluss außerhalb der Stadt. Dort wurden ihre Überreste gefunden. Da kein Fahrzeug dorthin fahren konnte, fesselten sie die Mädchen am Hals und ließen sie 20 Minuten marschieren. Dann schlugen sie ihnen mit Steinen die Köpfe ein, bis sie starben. Laut den Behörden wurden seit den 90er Jahren etwa 1500 Frauen in der Stadt ermordet. In Ciudad Juárez werden auch Journalisten und Fotografen regelmäßig entführt und ermordet. Auch Mayra Martel wurde während der Recherchen zu den Frauenmorden entführt. Das war furchtbar, aber ich bin heil davon gekommen. Neben mir tauchten ein paar Typen auf, die mich in einen Lieferwagen stießen. Sie drohten mir 2 Stunden lang und ließen mich dann wieder frei. Mayra Martel muss die Stadt verlassen. Seitdem kehrt sie nur hin und wieder zurück und bleibt nie länger als ein paar Tage. Ich glaube, mit meiner Arbeit versuche ich zu verstehen, was uns widerfährt. Wir müssen die Tatsache begreifen, dass unsere Gesellschaft im Begriff ist zu scheitern. Seit 2005 hat Mayra Martel 142 Vermisstenfälle und 30 Frauenmorde in dieser Grenzstadt dokumentiert. Wir fahren nach Süden, in die Wüste von Nuevo León, am Fuß der Sierra Madre Oriental.
Hier finden wir ein ganz anderes Mexiko vor. Monterrey und seine kleine Schwester San Pedro Garza García. Die Stadt mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Lateinamerika. San Pedro wurde um das Jahr 1882 gegründet. Die Leute wohnten in Monterrey und besaßen Landhäuser in San Pedro. Später wurde Monterrey zu einer der wichtigsten Industriestädte unseres Landes. Doch das ganze Geld von Monterrey floss nach San Pedro. Yvonne Venegas fotografiert seit fast 20 Jahren die Upper Class von Mexiko, dem Land, in dem die soziale Ungleichheit besonders stark ausgeprägt ist. Die meisten Einwohner von San Pedro gehören zu den großen Industriedynastien des Landes. Super. Ich bin nervös. Du bist perfekt, wie immer. Diese Schicht steht den USA sehr nah und viele Elemente ihrer Ästhetik entsprechen eher den amerikanischen als den mexikanischen Schönheitskriterien. Als würden sie damit sagen wollen, wir haben nichts mit den Mexikanern zu tun. In gewisser Weise distanzieren sie sich von der mexikanischen Kultur. Im Jahr 2000 machte ich zum ersten Mal ein Projekt, das sich ausschließlich der gehobenen Klasse widmete. Dann weitete ich das Konzept des Porträts auf eine Situation oder einen Raum aus, in dem sich diese Menschen befanden. Damit wollte ich zeigen, dass es sich um eine Blase handelt, ein künstliches Gebilde, die Konstruktion einer sozialen Klasse, die nicht zwingend etwas mit der Realität zu tun hat und eine Fiktion sein könnte. Wie in der Sozialfotografie wahre ich die Distanz. Die Leute streben nach Status. Also wenden sie sich an einen Fotografen, weil er die Macht hat, ihnen diesen Status zu verleihen. Diese Beziehungen verfügen auch über eine gewisse Komplexität, die man in ein Foto integrieren kann oder auch nicht. Es ist wie eine Art Spinnwebe, von der man nicht loskommt. Und überall stößt man auf Verachtung. Ich habe immer zwischen dem Perfekten und dem Unperfekten gearbeitet. Da gibt es einen großen Spielraum. Das ist in meiner Vorstellungswelt verankert und bildet die Grundlage für meine Arbeit als Künstlerin. Wir setzen unsere Reise fort ins Epizentrum des Landes. Mit über 20 Millionen Einwohnern ist Mexiko-Stadt eine der bevölkerungsreichsten Städte der Welt. In weniger als 60 Jahren führte die wirtschaftliche Konzentration zu einer Vervierfachung der Bevölkerung. Die Neuankömmlinge stammen vor allem aus den Bundesstaaten Puebla, Hidalgo, Oaxaca und Michoacán. Und die Stadt wächst weiter. In den ärmeren Vierteln herrscht seit den 80er Jahren große Bandenkriminalität. Federico Gama fotografiert seit über 30 Jahren die an den Rand gedrängte Jugend.
Gewalt in einem urbanen Migrationskontext steht dabei im Fokus seiner Arbeit. Ich lebe in Mexiko. Ich stamme aus einem traditionellen Viertel der Stadt. Meine Arbeit basiert auf drei grundlegenden Themen: Identität, Kleidung als Ausdrucksmittel und das, was ich als kulturelle Migration bezeichne. Diese Projekte haben etwas Autobiografisches, weil sie in der Gegend stattfinden, in der ich geboren bin, mit Leuten, die ich kenne. Als Junge habe ich den Prozess der Bandenzugehörigkeit erlebt. Aber das Interessante an der kulturellen Migration, wie ich es nenne, ist in meinen Augen, dass nicht nur Menschen reisen, sondern auch Ideen, Denkweisen und Weltanschauungen. Die Fotos sind aus dem Buch Cholos a la Nessa. Die Cholo-Bewegung entstand Ende der 70er Jahre in den mexikanischen Vierteln von Los Angeles. Sie wurde zum Symbol des sozialen, kulturellen und politischen Widerstands der mexikanischen Bevölkerung in den USA. Dieser Widerstand äußerte sich vor allem in der Kleidung. Anfang der 90er Jahre breitete sich die Cholo-Kultur auch nach Mexiko aus. Federico Gama hat diese Cholos in einem der Arbeiterviertel von Mexiko-Stadt dokumentiert. Zwei Filme haben diese Jugendlichen nachhaltig beeinflusst: Blood In, Blood Out und Das Gesetz der Gewalt. Nachdem sie sie gesehen hatten, wurden sie von heute auf morgen zu Cholos. Für sie besteht der amerikanische Traum darin, wie im Film zu einer Bande oder einer Gang zu gehören. Dieses Foto hat für mich großen Symbolcharakter. Es zeigt drei Jugendliche, die buchstäblich auf die Kamera zielen. In gewisser Weise zeugt das vom Vertrauen zwischen uns. Trotz der Kriminalität und der Gewalt, die mit ihnen einhergehen, sind diese Jugendlichen meiner Meinung nach sehr wichtig für ihre Familien, ihre Gemeinden, ihre Stadtviertel und für das Land. Dieser Junge glaubt, er sei wie er oder wie die da. Aber sie stehen für völlig unterschiedliche Dinge. Die Mexikaner, die in den USA leben, werden diskriminiert. Für sie ist Kleidung Ausdruck des sozialen Widerstands. Diese hier verweisen auf ihre proletarische mexikanische Herkunft. Und dieser versteckt, was die anderen zur Schau stellen: seine indianische und proletarische Herkunft. Im Viertel Tacubaya fotografiert Federico Gama seit etwa 10 Jahren junge Ureinwohner aus dem Volk der Massawa. Diese Jugendlichen vermischen ästhetische Elemente der Cholo-, Punk- und Skater-Szene. Der Fotograf hat sie Massawa Cholo Skatepunks getauft. Punk-, Cholo- oder Skaterkleidung zu tragen als Zeichen für Urbanität und Gegenkultur verleiht ihnen viel Kraft. Ein Foto verdeutlicht das sehr gut: Gravitationskraft. Damit ist die Kraft dieses Jugendlichen gemeint, wie er sich vor der Kulisse in Mexiko-Stadt in Szene setzt. Er trägt ein Tuch des Fußballclubs von Toluca als Stirnband, dazu Skaterhandschuhe, eine Cholo-Hose und ein Punk-T-Shirt. Die Situation der indigenen Bevölkerung ist sehr komplex in diesem Land. Manche Leute arbeiten eine Zeit lang auf einer Baustelle, die Mädchen als Haushaltshilfe. Sie leben wie Ausländer in Mexiko-Stadt, obwohl sie die Ureinwohner dieses Landes sind. Das Massahua-Gebiet liegt 150 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt. Die dort lebenden Menschen behauten die Steine, mit denen sie mehrere Generationen lang das große Tenochtitlan bauten. Die Massahua-Frauen sagten mir:
Wir haben die Stadt seit der prähispanischen Epoche aufgebaut. Unser Volk wurde von den Azteken beherrscht, nun werden wir von den Leuten aus der Hauptstadt beherrscht. Guten Tag. Wo finde ich zu La Guerra? Sie verkörpern die Einstellung der jugendlichen Gegenkultur. Nach Masahua Cholo Skate Punk arbeite ich nun an einem Projekt mit dem Titel Los Iluminados. Es handelt vom Phänomen 12D. Dabei befasse ich mich mit der Jungfrau von Guadalupe und den Jugendlichen, die am 12. Dezember zur Basilika von Guadalupe pilgern, um der mestizischen Jungfrau Ehre zu erweisen. Was mich daran interessiert, ist die Verbindung zwischen Gewalt, Kriminalität und Religion. Ich glaube, es gibt einerseits eine Art soziale Desillusionierung seitens der Jugendlichen und auf der anderen Seite eine Art Fanatismus, der durch die Rückbesinnung auf die Religion zum Ausdruck kommt. Wir verlassen die Hauptstadt, um weiter nach Süden zu fahren. Oaxaca ist einer der ärmsten Bundesstaaten des Landes. Er ist überwiegend ländlich geprägt und die Bevölkerung größtenteils indigen. Edgardo Aragon stammt aus Ocotlán und gehört in seiner Familie zur ersten Generation, die eine Universität besucht hat. Mit seiner Arbeit versucht er, auf die Gewalt und die Landkonflikte in der Region aufmerksam zu machen. Verursacht durch die Niederlassungen großer Unternehmen auf dem Land der Ureinwohner. Bei seinen Installationen kombiniert er Videofilme, Fotos und Gemälde. So auch in Mesoamerika, der Hurricane-Effekt. Seit 2007 verfolgen die Länder Mittelamerikas den Plan, am Isthmus von Tehuantepec einen Transportweg zu bauen, der mit dem Panama-Kanal konkurrieren soll. Im Zentrum dieses Projekts steht der Bau eines Windkraftkorridors. Heute stehen fast 1300 Windkraftanlagen am Isthmus. Orte wie der Isthmus von Tehuantepec sind häufig widersprüchlich. Man sieht große Windkraftanlagen, die saubere Energie produzieren, und denkt, eine schöne Landschaft. Aber wenn man tiefer schürft, stößt man auf etwas, das in Mexiko allgegenwärtig ist. Enteignung, Gewalt, Tod, Vertreibung und vor allem sehr viel Ungleichheit. Die Windparks wurden auf einer landestypischen Form des gemeinschaftlichen Landbesitzes errichtet, die nach der mexikanischen Revolution 1910 eingeführt wurde, um den Großgrundbesitz einzuschränken. Mit der Verfassungsreform von 1992 wurde dieses Land wieder privatisiert.
Dadurch konnten sich die Windunternehmen am Isthmus von Tehuantepec ansiedeln, ganz ohne Hilfe und ohne viel dafür tun zu müssen. Es reicht, die lokalen Behörden mit ein wenig Geld zu bestechen, damit sie die einheimische Bevölkerung vertreiben. Hier stellen sie auch Windräder auf. Ja, da haben sie schon angefangen. Da drüben? In Arriaga. Gibt es hier denn genauso viel Wind wie in San Mateo? Der Wind hier ist nicht so stark wie dort. Aber er bläst konstant. Keine der Windkraftanlagen, die hier stehen, versorgt die Region mit Energie. Nicht einmal die nächstliegenden Gemeinden wie Cachimbo. Cachimbo liegt nur 8 Kilometer von einem Windpark entfernt. Doch dort gibt es keinen Strom. Guten Tag. Die Insel Cachimbo und ihre Einwohner, Fischer aus dem Volk der Huave, sind häufig von Verwüstungen durch Wirbelstürme und Erdbeben betroffen. Der Staat hat die Region aufgegeben und würde die Bewohner am liebsten umsiedeln. Die Insel kämpft an allen Fronten: Drogen, Migration, illegaler Schildkrötenfang. Das war mal eine Gemeinschaftsküche. Nach dem Sturm kam das Erdbeben. Dabei wurde eine Wand herausgerissen. In seiner ironischen Fotoserie Glückliche Menschen spielt Edgardo Aragon auf eine offizielle Erhebung an, laut der Mexiko zu den glücklichsten Ländern der Welt gehöre. Warum überwacht die Polizei nicht die Strände? Warum macht sie ihre Arbeit nicht? Hier spielen sich alle großen Probleme ab. Organisiertes Verbrechen, Drogen. Was tun sie mit den Tätern? Nichts. Sie haben eben Geld und kommen davon. Nur die Armen werden eingesperrt. Das Gesetz ist auf der Seite desjenigen, der Geld hat. Wenn du keins hast, Pech gehabt. So viele Unschuldige sitzen wegen Nichtigkeiten im Gefängnis. Das Video beginnt mit einem Ausschnitt aus YouTube, eine explodierende Windkraftanlage. Es ist wie ein Prolog zu dem, was da passiert: die Brutalität der Gesellschaft und des Staates. Das Feuer bleibt ein grundlegendes Element der heutigen Gesellschaft. Es war mir sehr wichtig zu zeigen, dass wir keine fortschrittliche Gesellschaft sind. Eher eine, die einen Feuerstein gegen ein Mobiltelefon eingetauscht hat. Ich heiße Guadalupe Vázquez Luna. Ich stamme aus dem Dorf Acteal im Bundesstaat Chiapas. Meine Muttersprache ist Tzotzil. Hier ging ich immer lang, weil das Land meines Vaters nebenan liegt. Das war der Weg zu den Kaffeeplantagen und den Feldern. Es gab einen kleinen Pfad. Wir gingen dort entlang, um Wasser zu holen, aber immer mit der Angst im Bauch, dass irgendein Tiger hinter dem Hügel hervorspringen könnte.
Am 1. Januar 1994 erlebte Mexiko eine beispiellose Revolte. Den Aufstand der Zapatisten. In den Bergen von Chiapas erklärte eine Armee, die aus einer Handvoll Guerilleros und vielen Maya-Bauern bestand, der mexikanischen Regierung den Krieg. Die Aufständischen beriefen sich auf Emiliano Zapata, den Helden der mexikanischen Revolution von 1910. Ihr Aufmarsch war eine direkte Reaktion auf das kurz vorher unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko. Denn sie lehnten die Agrarreform ab, die zu Lasten der mexikanischen Bauern ging. Pedro Valtierra begibt sich in das Gebiet der Zapatisten. Er hat bereits mehrere Konflikte in Lateinamerika fotografiert. Ich kannte Chiapas, Guatemala, El Salvador, Mittelamerika. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in meinem Land erleben würde. Wir kamen am dritten Tag an. Die Situation war angespannt und es gab Schießereien. Wir fuhren nach Ocosingo. Dort fand ich tote Zapatisten vor. Das Foto von Subkommandante Marcos, eins der ersten, das ich von ihm machte, entstand bei einer der ersten Konferenzen, bei der er Journalisten zuließ. Die Kämpfe zwischen den Zapatisten und der Regierungsarmee dauern 12 Tage. Dann erklärt sich die Regierung bereit zu Verhandlungen. Im Februar 1996 münden die Verhandlungen in das Abkommen von San Andrés. Doch nach einer heftigen Kampagne gegen die Aufständischen kündigt es die Regierung auf. Durch die Bewaffnung antizapatistischer Milizen fördert die Regierung bewusst eine Spaltung zwischen Anti- und Pro-Zapatisten, die 1997 ihren Höhepunkt erreicht. Diese Strategie wurde schon in vielen verschiedenen Ländern bei Konflikten dieser Art eingesetzt. Die Regierung verhindert einen direkten Konflikt, indem sie dafür sorgt, dass sich die Gruppen untereinander bekriegen und aufspalten. Es ist eine langfristige Strategie, die 20, 30 Jahre dauern kann, wie in diesem Fall. Viele Familien sind gezwungen, ihr Land zu verlassen und in Flüchtlingslagern Zuflucht zu suchen. Die Gemeinde Acteal beherbergt mehrere benachbarte Stämme, die vor Angriffen der paramilitärischen Gruppen fliehen. Der Vater von Guadalupe Vázquez Luna, der Religionslehrer von Acteal, organisiert die Unterbringung der vielen Flüchtlinge. Am 22. Dezember versammelt er sie in der Dorfkirche zum Fasten und Beten. Weit entfernte Schüsse scheinen immer näher zu kommen. Wir sahen, wie die Kugeln über uns hinwegflogen und die Bäume durchschlugen. Ich erinnere mich, wie mein Vater sagte: Stellt euch vor, ihr werdet getroffen. Wenn diese Kugeln einen Baum so leicht durchschlagen können, was stellen sie dann mit unserem Körper an? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass meine Mutter am Arm getroffen wurde. Ich sah einen Paramilitär vor mir, vielleicht 10 Meter entfernt. Sie schießen auf meine Mutter. Ich stehe schreiend auf. Ich hatte keine Angst mehr, weder vor den Kugeln noch vor den Soldaten. Ich war auf den Verlust meiner Mutter fokussiert. Die Kinder fingen an zu schreien und zu weinen. Die Schmerzensschreie, die überall zu hören waren, prägten sich mir ein und waren extrem traumatisierend. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Das Massaker dauerte den ganzen Tag. Das bestätigen die Berichte der Journalisten. Es war ein Gemetzel. Als Pressefotograf habe ich schon viele Konflikte miterlebt, aber von einem Massaker dieser Art habe ich noch nie gehört.
45 Menschen wurden ermordet, massakriert. Der Ablauf ist bekannt. Sie kamen in die Kirche, töteten Frauen, Kinder. Drei schwangeren Frauen schnitten sie die Bäuche auf, um ihre Babys herauszuholen. Während des Massakers befand sich die Armee in der Nähe von Acteal, griff aber nicht ein, um es zu beenden. Guadalupe, ihr Bruder und ihre zwei Schwestern sind die einzigen Überlebenden der Familie. Sie finden in einem zapatistischen Lager Zuflucht. Andere Überlebende gehen ins Nachbardorf. Pedro Valtierra begibt sich im Auftrag einer Zeitung dorthin, die permanent über den Konflikt berichtet. Unterhalb des Hügels befanden sich die Behausungen des Flüchtlingslagers. Hier schliefen sie. Alle schliefen hier. Das Massaker war noch nicht lange her, 12 oder 15 Tage. Die Leute waren wütend auf die Armee. Die Angehörigen der 45 Menschen, die in Acteal ermordet wurden, betrachteten die Armee als ihren größten Feind und wollten sie nicht in ihrer Nähe haben. Die Frauen übernahmen die Führung der Gruppe und beschlossen, die Soldaten zum Gehen aufzufordern. Sie näherten sich ihnen langsam. Ich hatte ein wenig Angst, als ich sah, wie heftig die Frauen die Soldaten zurückdrängten. Dabei taumelten die Soldaten sogar. Ruiz Gómez, 6 años. Catalina Luna Pérez, 21 años. Manuela Pérez Moreno. Obwohl ich meine Fotos sonst nie mit einem Titel versehe, nannte ich dieses die Frauen von Sojeb. Denn in Wirklichkeit sind es viele Frauen. Diese hier repräsentiert nicht nur eine, sondern alle Frauen, die an diesem Kampf, an dieser Bewegung, an dieser Idee beteiligt sind. Dieses Foto machte in der internationalen Presse die Runde. Das überkommene Bild des Guerilleros verblasst angesichts dieser rebellierenden Frauen. Die Täter, die dieses Massaker verübten, wurden freigelassen. Die Regierung beschloss, auf harte Strafen zu verzichten. Deswegen sind sie jetzt frei. Ich habe kaum darüber gesprochen, denn die Erinnerung daran lässt mich alles noch einmal durchleben. Aber wenn ich nicht darüber rede, gerät es in Vergessenheit. Und genau das will die Regierung. Guadalupe Vázquez Luna ist heute Mitglied im indigenen Regierungsrat, dessen Ziel es ist,
die Autonomie der indigenen Gemeinden zu fördern. Die Kamera verleiht mir einen anderen Blick auf die Realität, sagt Graciela Iturbide. Sobald ich in den Sucher blicke, sehe ich eine andere Welt. Graciela Iturbide gilt als Koryphäe der mexikanischen Fotografie. Sie steht für die großen Fotografen der Vergangenheit, wie ihr Meister Manuel Álvarez Bravo. Aber auch für die junge Generation, die sie nachhaltig geprägt hat. Ihre intensive Arbeit voller Poesie zeugt von Mexikos Vielfalt. Ich sage immer, die Kamera war ein Vorwand, die Kultur meines Landes zu erkunden. Dadurch habe ich Mexiko kennengelernt und seine vielen unterschiedlichen Facetten. Ich benutze weder Teleobjektiv noch Blitz. Ich nehme nur meine Kamera und mache Nahaufnahmen. Sie sind Mexikanerinnen wie ich. Vielleicht habe ich mehr Privilegien oder vielleicht haben Sie mehr Privilegien als ich. Wer weiß. Aber es hat mir immer gefallen, mich mit ihnen verbunden zu fühlen. Jenseits der harten Realität ihres Landes ist es Graciela Iturbide gelungen, eine Welt der Träume und der Trugbilder einzufangen. Eine Welt, in der sich das Schöne der bitteren Wirklichkeit widersetzt. Ihr Mexiko ist tiefsinnig. Es bricht mit dem Bild des besiegten Landes, um wieder an seine innere Vitalität anzuknüpfen.